Zweihand, Bastardschwert. Bastardschwerter sind, glaube ich, keine Zweihandschwerter, ne? Also das wäre schon echt nicht verkehrt. Mit deinen Problemen musst du wohl Okay. alleine. Halt! Keinen Schritt weiter! Ich habe ein Geschenk für den Don. Das ist ja schön für dich. Dann zeig es Rachel, seiner Frau. Ich habe das nicht zu entscheiden, ob du hier rein darfst oder nicht. Ach so. Wusste ich jetzt nicht mehr, dass wir erstmal noch ihr das zeigen müssen. Ich habe hier das goldene Schwert, das dein Mann haben wollte. Hat Oscar es tatsächlich geschafft? Großartig. Ein wahres Meisterwerk. Wenn wir diesen erstklassigen Goldschmied nicht in unserer Mitte hätten, dann... Jetzt halt mal die Luft an. Ich will zu deinem Mann. Ach so, ja. Richtig. Du kannst zu ihm. Er wird sich über das Schwert sehr freuen. Okay, und wenn nicht, ist mir das auch egal. Ist mir das auch egal. Na gut, wir dürfen. Halt! Keinen Schritt weiter. Rachel sagt, dass ich mit dem Don sprechen kann. Tatsächlich? Das soll ich dir jetzt einfach so glauben, ja? Ich kann sie dir ja herholen. Bin gespannt, wie sie reagiert, wenn ihren Anweisungen nicht Folge geleistet wird. Ja, ja, schon gut, geh rein. Aber mach keinen Unsinn, klar? Jo. Alles gut. So, hier kann man bestimmt auch einige sprechen. Was denn? Tänzerin. Wenn du keinen Ärger haben willst, dann solltest du lieber erstmal mit dem Don sprechen, Kleiner. Okay. Ne, Ärger will ich nicht, aber ich will die Buchstaben eben lesen. Und es explodiert doch die schlimmsten Fehlversuche der Alchemie. Aha. So, haben wir nochmal Erfahrung. Also plus 10. Gold und Wasser. Die geheimen Schätze der Wüste. Na sowas. Hat er gedacht, wir würden vielleicht noch was kriegen. Hey! Vorsicht, Mensch! Fass Gold nicht an, Mensch! Okay. Wie kommt ein Oger zu den Banditen? Hat der Don dich etwa angeworben? Don Esteban, starker Kämpfer. Rettet Karakos. Karakos schuldet Leben. Jetzt dient Karakos Don Esteban für Ehre von Karakos. Das ist ein ganz schön großer Haufen, den ihr hier habt. Ist aus Ruinen. Banditen sammeln viel Gold. Karakos bewacht Goldhaufen. Und der Don vertraut dir sein Gold an. Don Esteban sagt, da ist keiner besser als Karakos. Karakos will glänzendes Gold nicht. Nur gierige Menschen. Aufgabe ist wichtig, Ehre ist wichtig, nicht Gold. Don Esteban hätte wohl keine bessere Wache finden können. Karakos stärker als Menschen. Karakos kämpft gut. Ganz bestimmt. Karakos zeigt Menschen Stärke und Kampf. Heißt das, du trainierst die Banditen? Karakos macht dich stark. Karakos kennt Axtkampf. Ja. Haben wir so ein bisschen drauf rumlaufen hier. Bloß nichts einsacken. Was willst du? Was ist hinter der Tür? Zum Zimmer des Don hat niemand Zutritt. Denk lieber nicht darüber nach. Wenn du hier herumschnüffelst, wirst du das bereuen. Verstehe. Ja, das wollten wir nicht. Gut, dann sprechen wir mal mit dem Don. Hey, du. Was fällt dir ein, hier einfach rein zu spazieren? Wer zum Geier bist du? Wie kommst du dazu, mich bei meinen Geschäften zu stören? Ich bin Schiffsbrüchiger. Ich komme, um dir meine Dienste anzubieten. Ach, so ist das. Ich habe schon genug Leute. Warum glaubst du, sollte ich gerade ein besonderes Interesse an dir haben? Ich bin gut. Dann überzeuge mich. Und zwar schnell. Wenn du das allerdings nicht schaffst, werde ich dich persönlich den Würmern zum Fraß vorwerfen. Ja, wäre echt nett. Ja, ich... Rachel vertraut mir. Reicht dir das nicht? Nein, warum solltest das? Du redest jetzt mit mir.
und nicht mit meiner Frau. Ich habe das goldene Schwert, das du wolltest. Das ist Oscars Werk. Das sehe ich sofort. Die Arbeit eines geschickten Goldschmieds. Du musst einiges angestellt haben, um es dem alten Zausel abzunehmen. Sehr beeindruckend. Hier, für diese Leistung hast du dir einen Teil meines Goldes verdient. Jetzt weiß ich auch, wer du bist. Du bist dieser Kerl, über den sie hier alle reden. Du hast da draußen bei meinen Männern einen ganz schönen Wirbel veranstaltet, Freundchen. Selbst meine rechte Hand, Fincher, ist auf dich aufmerksam geworden. Und das will was heißen. Er meinte, du hättest Potenzial. Naja, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, aber ich werde dir trotzdem eine Chance geben. Wie ist die Lage? Dir ist sicher nicht entgangen, dass wir hier in dieser modrigen Tempelruine festsitzen. Der Inquisitor hält die Hafenstadt und die Vulkanfestung in festen Händen. Er krallt sich mit seinen Klauen daran wie der Wolf an seine Beute. Tag für Tag schickt er seine Leute aus, um die Ruinen auf dieser Insel zu erschließen und auszubeuten. Und fast täglich werden es mehr. Jeder, der nicht spurt, wird in seine verfluchte Vulkanfestung verschleppt und zwangsrekrutiert. Was sucht der Inquisitor in den Tempelruinen? Ich weiß nur, dass die Weißen alles, was sie dort finden, zu ihm in die Vulkanfestung bringen. Die Magier der Vulkanfestung unterstützen sie dabei. Sie scheinen mittlerweile fast jede Ruine auf dieser Insel zu kontrollieren und zu plündern. Diesen Tempel hier haben sie bisher gemieden. Die große Frage ist, wie lange noch? Wie war das, bevor der Inquisitor hier war? Ich kontrollierte den Handel, die Freudenhäuser und die Warentransporte der Hafenstadt. Doch dann kam der große Knall und die ertragreichen Jahre waren gezählt. Es herrschte Chaos in den Straßen. Der Handel brach zusammen und die Bauern wurden von den Biestern aus den Tempelruinen bedroht. Doch das Ganze hatte auch etwas Gutes. Wir erkannten schnell, dass in den Ruinen eine Menge Gold zu finden war. Also verließ ich mit meinen Leuten die schützenden Mauern der Stadt, um das Gold zu bergen. Dummerweise übernahm der Inquisitor genau in diesem Moment der Unachtsamkeit die Macht über die Insel und meine Stadt. Ich hatte nichts mehr zu verlieren, also tat ich das einzig Vernünftige. Ich wich zurück, hierher, in diesen Sumpf. Die Weißen haben euch noch nie angegriffen? Noch scheuen sie den offenen Krieg mit mir und meinen Männern. Doch wenn sie in den anderen Ruinen nicht finden, was sie suchen, dann werden sie hierher kommen. Was ist dein Plan? Ich will meine Hafenstadt zurück, bevor der Inquisitor mit seiner weißen Armee hier angerollt kommt. Dazu habe ich vor geraumer Zeit einen meiner besten Männer in die Stadt geschickt. Er soll von dort mit ein paar Leuten meine Rückkehr vorbereiten. Doch seit einigen Tagen höre ich keinen verdammten Mucks mehr von ihm. Das ist inakzeptabel. Ich habe genug gehört. Wie kann ich dir helfen? Ich bräuchte jemanden, der sich in der Hafenstadt unter meine Leute mischt und herausfindet, was zur Hölle da schiefläuft. Du bist noch nicht lange hier. Du hast ein unverbrauchtes Gesicht und Feuer im Bauch. Ich habe keine Ahnung, ob meine Jungs noch leben oder, noch schlimmer, allesamt könnten übergelaufen sein. Du könntest für mich in die Hafenstadt gehen und herausfinden, was zur Hölle da los ist. Wie heißt dein Mann in der Hafenstadt? Wenn du wirklich so gut bist, wie du behauptest, wird es für dich ein leichtes sein, ihn zu finden. Denn wenn du es nicht schaffst oder gefangen genommen wirst, hat sich die Sache sowieso erledigt. Ich werde meinen eigenen Mann nicht in Gefahr bringen, nur weil ich dir seinen Namen genannt habe. In Ordnung. Ich werde für dich zur Hafenstadt gehen. Gut, dann geh und finde heraus, ob meine Leute noch loyal sind. Also erzählst du besser niemandem, dass ich dich geschickt habe. Ach ja, eine Sache noch. Ja? Der Inquisitor. Sammle alle Informationen, die du über ihn kriegen kannst. Hier in diesem Loch bin ich taub und blind. Ich habe keine Ahnung, wie die Lage da draußen wirklich ist. Ich muss wissen, was dieser Fanatiker vorhat. Und lass dir nicht zu viel Zeit.
Sonst komme ich dich holen. Klar? Klar. Ich brauche eine bessere Rüstung. Erst wirst du mir beweisen, dass du es wert bist, in meine Bande aufgenommen zu werden. Dann erst kriegst du deine Rüstung. Ja, also können wir uns auch gar nicht anschließen. War schon gut, dass wir da nochmal zurückgelaufen sind. Wegen deines Goldhaufens. Mach dir mal weniger Sorgen um das Gold. Kümmere dich lieber um deine Aufgaben. Ich glaube, wir sollten Burger beseitigen. Das könnte sonst noch gefährlich werden. Du bist derjenige, der sich Sorgen machen sollte. Burger betrügt dich und wirtschaftet in seiner eigenen Tasche. Außer den Kämpfern zahlt jeder da draußen monatliches Schutzgeld an ihn. Wie bitte? Was hast du da gerade gesagt? Deine eigenen Leute zahlen Schutzgeld an den Anführer deiner Kämpfer, an Burger. Verstanden? Oder soll ich es dir aufschreiben? Oh, ich werde mit den Leuten sprechen. Wenn es stimmt, was du sagst, wird Broger heute noch am Galgen baumeln. Okay. Warum störst du mich? Und? Was gibt's? Na ja. Da hast du ja noch mal Glück gehabt, was? Warum? Na, du lebst noch. Für einen Moment dachte ich, Esteban reißt dir den Kopf ab. Macht er das mit allen Neulingen? Nein, aber gewöhnlich wagt es niemand, ihn derart herauszufordern, wie du es getan hast. Ich gebe dir einen guten Rat, Kleiner. Unterschätze ihn nicht. Er durchschaut es schnell, wenn jemand versucht, ihn auf den Arm zu nehmen. Womit dienst du dem Don? Ich bin seine rechte Hand und Leibwächter. Ich kümmere mich um die Erschließung neuer Ausgrabungsstätten und halte ein Auge auf die Weißen in der Umgebung. In letzter Zeit sind sie uns schon einige Male gefährlich nahe gekommen. Deswegen trainiere ich die Jungs. Also, wenn du einen guten Lehrer brauchst. Rechnest du mit einem Angriff des Inquisitors? Schwer zu sagen. Ich fürchte, er hat jetzt schon eine große Menge an starken Kriegern, die er in seiner Vulkanfestung verbirgt. Und sie wird noch weiter anwachsen. Wir können es uns nicht leisten, abzuwarten, bis er uns überrollt. Naja, weiß man nicht, ne, wann die angreifen. Was heißt das? Die Weißen sind schon sehr nahe gekommen. Unweit des Sumpfes im Südosten hat sich kürzlich eine kleine Gruppe von ihnen niedergelassen. Sie plündern schon seit Tagen die kleine Tempelruine, die aus dem Boden geschossen kam. Wenn wir diesen Vorposten einnehmen könnten, wären wir sicher schon einen großen Schritt weiter. Wer genau soll den Vorposten der Weißen einnehmen? Broger und seine Krieger sollen sich darum kümmern. Ach, tatsächlich? Ich denke nicht, dass sich Broger auch nur ein Stück bewegen wird. Der hat ganz andere Probleme, den kannst du vergessen. Warum das? Er hat den Don verraten. Und wer soll jetzt deiner Meinung nach die Krieger anführen? Ich werde das tun. Du? Wie willst du das denn anstellen? Das lass mal meine Sorge sein. Große Worte. Na schön, wir werden sehen, ob du es schaffst, die Weißen zu besiegen. Viel Erfolg! Geh zu den Kämpfern und sage ihnen, ich hätte dich geschickt. Sie werden dich unterstützen. Kannst du mich im Kampf unterrichten? So, Schwertkampf auch wieder. Tja, mache ich das jetzt? Das sind 150 Gold und dann muss ich ja nochmal mehr Gold zahlen. Kann ich mir das eine Schwert immer noch nicht leisten. Na, lassen wir das mal. Esteban, hast du jetzt... Hast du nichts? Was zu erzählen? Nö, okay, nicht. In den Ruinen sterben sie doch so, der ist einfach nur Kämpfer. Der auch. Was führt dich zu mir? Brauchst du Heilung? Heilung hört sich gut an. Ich kann dir Heiltränke geben, die deine Schmerzen und Wunden lindern werden. Ich habe ein reichhaltiges Wissen über Alchemie und stelle die Tränke überwiegend selbst her. Kannst du mir die Kunst der Alchemie beibringen? Das kommt darauf an, ob du bereit bist zu verstehen und das Wissen anzuwenden. Alchemie ist eine Kunst, die schon nach kurzer Lehrzeit zu einem Erfolgserlebnis führt. Jedoch birgt es auch gewisse Gefahren. Ich werde dich gerne lehren. Jedoch nur bis zu dem Punkt, den ich für ungefährlich für dich erachte.
Was kann beim Zusammenmischen von Tränken schon Schlimmes passieren? Nun, die Gefahren liegen im Studium mit fremden Ingredienzien. Selbst ich habe großen Respekt vor den unbekannten Stoffen, die uns die Erbauer dieses Tempels hinterlassen haben. Mein letztes Experiment hat mich fast das Leben gekostet. Sei also gewarnt. Erzähl mir mehr über deine Studien. Die Erbauer haben viele gefährliche Geheimnisse. Sie waren ein sehr hochentwickeltes Volk. Nehmen wir mal dieses Gestein hier. Die Erbauer nannten es Obsidian. Es ist außerordentlich widerstandsfähig. Offensichtlich hat es ihnen als Rohstoff für ihre Waffen und Rüstungen gedient. Eine Waffe aus diesem Material fügt einem Gegner im Kampf immens hohen Schaden zu. Interessant. Du bist Magier und dienst dem Don? Jemand musste sich um die Bedürfnisse der Leute hier kümmern. So habe ich mich freiwillig gemeldet. Ich sehe meine Aufgabe hier als eine Herausforderung und große Ehre. Die Jungs hier sind äußerst rau und kämpferisch. Jedoch haben wir eine Abmachung getroffen. Ich bringe ihnen Heilung und sie lassen mich hier in Ruhe meine Forschungen machen. Forschungen? Oh ja, es gibt hier einiges zu entdecken. Zum Beispiel diese magische Barriere im unteren Gewölbe dieser Ruine. Was kannst du mir über die Vulkanfestung erzählen? Es war lange Zeit ein Ort der Besinnung, des Studiums und der Meditation. Doch heute ist es vornehmlich eine raue Ausbildungsstätte für den Inquisitor. Bedauerlicherweise ist die Ruhe der Besinnung den wilden Lauten von Kampfstabübungen der Ordenskrieger gewichen. Allerdings gibt es dort einen Meister, der auch für dich sehr nützliches Wissen bereithält. Tatsächlich? Und wer ist das? Meister Illumar. Er lehrt die Anfertigung von Spruchrollen. Und die Macht der Spruchrollen solltest du nicht unterschätzen. Ich kann ja mal mit ihm sprechen, wenn ich ihn zu Gesicht bekomme. Tu das. Du wirst es nicht bereuen. Von welcher magischen Barriere sprichst du da? Die Erbauer haben ihre Räume nicht nur mit Türen aus Stein und Eisen verschlossen. Sie hatten Mittel und Wege, ihre Geheimnisse auch mit Magie zu schützen. Solltest du einmal tiefer in diesen Tempel vordringen, dann wirst du schon sehen, was ich meine. Diese Barriere ist sicher nicht die einzige, die auf dieser Insel zu finden ist. Was müsste ich tun, wenn ich Novize der Magie werden wollte? Dann würde dich dein Weg zur Hafenstadt führen, mein Sohn. Was kannst du mir über die Alchemie beibringen? Also Mana hoch, Alchemie. Aber ich glaube, da brauchen wir immer noch Rezepte. Mal gucken, was er an Sachen hat. Tja. Genau, hier sind nämlich diese Rezepte. Rezept für einen starken Heiltrank benötigt Alchemie 3. So, und für den kleinen Heiltrank war Alchemie 1. Fläschchen, Heilkraut, Wein brauchen wir sogar dafür. Okay. Dann war es das mit dem. So, ich hoffe, Rachel ist jetzt nicht allzu sauer auf uns, dass wir mit dem Don gesprochen haben. Das hier war jetzt kein Krieger, ne? Nein. Musst du wohl allein fertig werden. Quatsch schon nochmal mit Rachel. Übrigens, Esteban weiß jetzt von der Geschichte mit Broga. Ach, du Mistkerl, musstest ihm das wohl unbedingt erzählen, was? Das merke ich mir. Mach ruhig so weiter, wenn du dir massiven Ärger einhandeln willst, Bürschchen. Und jetzt verschwinde, ich hab zu tun. Tja, aber